Auch heute herzlich willkommen bei Kuhnmann LP. Ja, und wo sind wir? Im Glockenturm, irgendwo auf Madagaskar. Wir haben letztes Mal hier ein Glockenspiel spielen, indem wir hier in der richtigen Reihenfolge haben müssen an diesen Rädern drehen. Ja, und jetzt ist es so. Jetzt gibt es da zu oberst oben. Nochmal eine Glocke. Oh, warte mal, die da oben. Das wird die letzte sein, die wir drehen müssen. Ja, und wir befinden uns gerade auf dem Weg dorthin. Den Zeiger richtig stellen. Dass wir noch nicht überklettern können irgendwie. Mal schauen, ob ich recht habe. Wow, tolles Panorama. Ja, kann man wirklich sagen, Nathan. Müssen wir einfach noch reinkommen irgendwie, hä? Okay, Sally, geschafft! Das wird richtig laut! Komm! Sally, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Da muss ich sie wohl selbst machen. Sehr charmant. Also, dann läuten wir sie selber. Okay, los geht's. So, Anlauf holen. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? Wow. Geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Lustig. Okay. Ja, das ist schon recht ein Absturz gewesen. Ja.
Komm. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Gut, dann werden wir nachher alle wieder zusammen. Fühlt sich, glaube ich, dann eh besser an, wenn wir das Zeug auch suchen da. Ja, du. So kommen wir doch weiter, Schritt für Schritt. He. Und wenn es euch gefällt, gebt doch ein Like, gebt ein Abo, gebt irgendetwas, was ich es merke. Wow. Aha. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Aha. Und was haben wir da schön? Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? So, ja. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. So, was haben wir denn da? So, wo haben wir denn das da? Also, wir müssen da, glaube ich, auf die Zeichen da oben schauen. Ja, knifflig. Aber ich finde so Rätsel eigentlich gut von dem her. Also die haben wir dort. Was haben wir denn da? Aber so ist nicht schlecht einer. So. So. Da muss man mal husten, warte. So, da bin ich wieder. Was meinst du da schon mit deinen Zeichen? Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Also, schauen wir da hinten mal nach. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Ah, schau jetzt mal. Was haben wir da? Dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Super. Also, dann brauchen wir das da so. Ach dann. Ja, Condent nannte man Einhandbill.
Die andere... Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. So. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Gut. Gut. Also so dann wohl, huh? Einfach so. Gut. Gut. Ich habe doch gedacht, da fehlt uns noch ein paar Informationen. Irgendwie hast du einen Strich drauf gehabt, aber es sind die falschen gewesen. Von dem her. Also. Seitlich, aber. Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Telefonjoker. Ich texte Sam. So. Ja, es ist interessant. Wenn sie keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. Also, wo haben wir das da? Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Das hätten wir. Alles klar. Einmal. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Also, danke. Das Bild da wieder rufen. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. So. Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Warte auch nicht. Du musst auch genau schauen, wo das Ziel ist. Ja. Dann würde ich sagen, wären wir doch bereit für die nächste Kombination. Also. Jetzt muss ich schauen, jetzt müssen wir das einmal so drehen. Das einmal so drehen.
Das einmal. So, ha? Also. Delfin horizontal, das nach links und dann nach oben. Ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Brüderliebe, damit es natürlich auch aufgeht für ihn. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Er war viel jünger als die anderen Piraten. Ah, look da. Nummer 1. Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Häme ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Also. Ja, sieht Al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, aber es das wirklich gibt? Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Du hast auch das Zeichen. Wo ist sein Lebenszeichen? Also warten wir mal. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Nummer 3. Gut, Hammer. Aber da ist er da. Ah, look, da oben. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Also, dann schauen wir mal, was man da rausfindet. Okay, ich habe die Namen von 2 von Ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Na so. Sag mal, der Leu. Er wollte damals gleich rauf. Also, wenn wir das so kehren, dann wäre da eine. Nein, es geht nicht auf. Mit der Schlange. Puh. Also wenn der abwärts schaut, dann hätten wir das da so und dann wären die da. Gut, wir versuchen jetzt mal, was ich da mir überlegt habe. Dann würde ich behaupten, die muss verkehrt sein.
Der muss gegen abschauen. Nochmal schauen kurz. Dann muss das jetzt auf dem Kopf sein. Gut. Also das. Der muss anders rumliegen, der müsste hier so, ah, gut. Dann stimmt der. Auch nicht. Aber ich kann mal schauen. Der muss auf dem Kopf sein, da. So. Also, jetzt Schippe fertig da. So, jetzt müssen wir doch das Rätsel noch lösen. Ach, wie viel mal drücke ich noch den falschen Knopf? Das nervt langsam. Objekt untersuchen. Also, jetzt haben wir den da. Dann nehmen wir das da. So. So müsste das aufgehen. Also auf dem Kopf, gut. Das zweite ist... Et voilà. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. So, das machen wir dann. Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Interessant. Was passiert jetzt? Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus quod licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Ich hebe da.
Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe einen Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Ja. Rodeus Courtly kennt ihr. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Aha. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Wemel. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Ray weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Uh-oh. Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir Neues. Ja. Yeah. Und was da abgeht, wie wir da rauskommen, das sehen wir in der nächsten Folge von Uncharted. Schön, sind ihr dabei gewesen, heute bei ein bisschen verlängerter Edition. In diesem Sinn wünsche ich euch ganz einen guten Start in den Tag oder in die Nacht, wenn auch immer ihr das hört. Danke fürs Dabeisein. Kuhnmann LP. Lasst grüßen.